Heute ist ein ganz besonderer Abend, und zwar? Ja, ein super Abend, weil wir haben heute Eröffnung. Und zwar im Eventhaus in Altach. Genau, und wir stehen direkt davor. Ich stehe in guter Gesellschaft hier mit dem Geschäftsführer, dem Christian. Ja, also ich freue mich wirklich, dass heute der Start so wunderbar am Laufen ist. Die Bude füllt sich ohne Ende, die Party ist am Laufen. Es wird ein Hammerabend, auf alle Fälle. Genug zum Tour, für die Leute natürlich und immer noch drauf. Und hier an meiner Linken sind die Grobert Brothers, wie man euch genannt hat in den ganzen Interviews. Ihr seid natürlich auch hellauf begeistert von dem Ansturm jetzt schon. Der erste Abend, wie fühlt sich das an? Ja, es ist ganz was Besonderes. Der erste Abend ist immer was Besonderes. Es ist einfach nur wunderbar. Es klappt alles super. Wir sind super vorbereitet. Ja, und die Gäste sind da und sie alle finden es toll. Das ganze Umstyling und es ist einfach nur alles super. Ganz super und auch toll, und wie der erste Abend ganz schön spannend auch ist, so ist auch das Eventhaus ganz neu, spannend und etwas Besonderes. Thomas, was ist da so besonders? Was macht jede Nacht hier anders im Eventhaus? Ja, wir wollten mit dem Eventhaus einen neuen Weg gehen, sprich, jede Nacht ist anders. Es gibt einfach am Freitag regelmäßige Events, quasi am ersten Freitag Noche Latina, am zweiten Freitag Womanized für die Ladies, jeden dritten Freitag VIP-Lounge, wo wir DJs einfliegen werden von Wien und von London und von weiß ich noch nicht genau. Darf ich gerade zu der Ladies Night so in etwa, oder wie hast du genannt, wie war das? Womanized. Die Womanized, auf was können sich denn da alle Frauen freuen? Ja, die Mädels dürfen eine Stunde früher kommen. Dürfen dann relativ günstig trinken und um 10 wird dann ein extra Raum eröffnet, nur für Sie. Da wird es dann verschiedene Überraschungen geben, aber das kommt dann im Oktober. Okay, das kommt im Oktober. Im Oktober sind wir dann auch hier und schauen uns das Ganze an. Wir freuen uns. Und dann gibt es noch eine VIP-Party jeden dritten Freitag. Heißt das, da sind irgendwie die besonderen Vorarlberger dann anzutreffen oder einfach VIP alle Vorarlberger im Party raus? Ja, beim VIP trifft man sicher die einen oder anderen tollen Leute, die man auch wahrscheinlich kennt, vielleicht, wer weiß, aber ich bin mir sicher, lassen wir uns überraschen. Und vom Styling her ist dieses Lokal natürlich auch ganz etwas anderes, ganz was Besonderes. Habt ihr drei alle sehr gut zusammengearbeitet? Ja, also man muss sagen, das Hauptdesign ist eigentlich vom Thomas entstanden, aus seinem kreativen Kopf. Hat sich da ziemlich viele Nächte eigentlich den Kopf darüber zerbrochen und was da rausgekommen ist, sieht man ja. Also meiner Meinung nach einer der edelsten Clubs hier im Land überhaupt. Hier im Eventhaus. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt schon mal einen kleinen Eindruck geben für alles andere. Kommt ihr am besten selbst hier und schaut es euch selber an. Wir sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei.